Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 4 It's About Time. Ich war ja noch daran interessiert, hier den letzten versteckten Edelstein zu holen, und der ist genau dort an dieser Stelle, wo ich gerade mich dumm angestellt habe. Hehe. So, kommen wir mal richtig dahin, bitte. Und dann auch richtig den Sprung machen, weil das ist wieder gut versteckt und da muss man letzten Endes einfach, naja, hochspringen. Kann man drauf kommen, aber ich habe auch einfach nicht mehr dran gedacht. Halt auch daran zu denken, quasi, nach dem versteckten Edelstein zu suchen. Weil dreht ist auf L1 immer noch. So, hier ist der versteckte Edelstein. So. So, wir können ein bisschen schneller machen. Gehen wir jetzt noch gemeinsam zum Level Ende, weil, ja, ich nehme es mit, ihr könnt euch ein bisschen was erzählen. Heute ist Samstag, morgen kommt mein Jahresstream, wo ich Crash Bandicoot 2 Entranced gespielt habe. Wenn ihr das sehen wollt, ist es auf Twitch. Ich denke mal nicht, dass ich es auf YouTube hochladen werde, weil es gibt keinen Grund, das zu tun. Wenn ihr mir einen Grund dafür gebt, dann gebt ihr mir einen Grund dafür, dann werde ich das auch gerne hochladen. Aber aktuell gibt es für mich keinen Grund, solche Sachen hier auf YouTube zu bringen, weil sich das eh keiner anguckt, was jetzt auch kein Vorwurf sein soll, weil man soll ja beim Stream dabei sein. Aber es gibt dann einfach für mich keinen Grund, das dann quasi hier noch hochzuladen. Das spart mir nur Arbeit und das ist doch gut. Deshalb, wenn ihr das jetzt im Nachhinein seht und Lust drauf habt, ein Crash Bandicoot 2 Entrance für den Game Boy Advance Durchlauf zu sehen, der professioneller aufgenommen wurde als mein Let's Play von letztem Jahr, dann kommt auf Twitch, schaut vorbei und erfreut euch das Ganze. Auf jeden Fall, ich freue mich auf den Stream und dann kommen ja auch weiterhin die Streams zu den Platin-Relikten von Crash Bandicoot 4. Da ist natürlich klar, dass ich die hier auf YouTube hochlade, weil das ist der Teil des Let's Plays. Das wäre ein bisschen komisch, das nicht hochzuladen. So, schön die richtigen Tasten nochmal üben. So, ganz entspannt. So, ganz entspannt. Ah, hier einfach, und dann sind wir schon am Ziel. Oh Gott! Mit den T-Kisten reingedreht. Nitro-Kisten. Naja, weiter. Damit hätten wir jetzt auch die Wüste zu 100% abgeschlossen. Bis auf natürlich die Platin-Relikte. Die kommen dann, wenn es gut läuft, nächste Woche im Stream. Hier fehlen dann in dieser Welt noch 3. Und ja, wenn es gut läuft, schaffe ich wieder 3. Vielleicht auch mehr. Aber ganz entspannt, dass halt irgendwann dann alle Platin-Relikte da sind. Mal gucken, hier alles, da alles und da alles. Können wir zu Crash wechseln. Und ruft der Beute. Call of Beauty. Oder so. Jedenfalls, hier habe ich auch schon mal nachgeguckt, wo der versteckte Edelstein ist. Und ja, hätte ich gefunden. Der hätte ich nachgeguckt an dieser Stelle. An dieser Stelle habe ich mich erinnert. Das Versteck habe ich auch schon mal erwähnt. Ich muss gerade noch kurz überlegen, wo das dann in der Dingodile-Variante ist. Aber auch das müsste ich noch wissen. Genau da. Das weiß ich noch. Hoffe ich. Vielleicht weiß ich das auch falsch, aber ich hoffe, ich weiß es einfach. So, hier natürlich auch wieder alle Kisten holen. Und Levelstatistik. Das perfekte Relikt brauchen wir auch noch. Das perfekte. Ah, das ist Paper Mario Color Splash hier. Schön. Also, jetzt wird's farbig, oder? Maler Crash. Ja, das ist ein sehr schöner Grafikstil, aber macht es halt, wie gesagt, auch nicht besonders schwierig. Ich muss halt letztendlich, wie gesagt, nur aufpassen, dass ich auch alle Kisten bekomme. Und ich glaube, ich habe damals bei der Rutschpassage eine Kiste übersehen. Mal gucken, wie das diesmal laufen wird. Ich habe auf jeden Fall keinen Grafikstil, der das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Also mal gucken, wie es läuft. Vor allem eben auch im Hinblick auf das perfekte Relikt. Weg mit dir, Kumpel. Und es ist ja auch schön, dass das Timeline-Level hat eine okay Länge, würde ich sagen. Es ist einfach schön, dass man da nicht nochmal das Bonus-Level machen muss.
Als die Rückblendenbände auch noch recht am Anfang des Levels waren. Ich glaube, hier war das Rückblendenband, ja. Ne, wir müssen bei dem anderen auch das Bonuslevel machen. Ist ja Quatsch, das zählt, aber auf jeden Fall. Ganz wichtig, auf L1 habe ich da drehen. Allerdings schöner Grafikstil hilft einem eigentlich sogar ziemlich gut, weil man hier die Kisten besser sieht. So, drehen auf L1. Oh Gott. Drehen auf L1? Drehen auf L1 ist immer noch ein bisschen sehr irritierend manchmal. Aber es kriegt das hin und ich hab's geschafft. Sehr schön, sehr schön. Jetzt habe ich aber auch alle Kisten bekommen. Wenn nicht, lacht ihr mich wahrscheinlich gerade schon aus. Ich kenne euch doch. Euch verlunken. Aber hier muss auch gucken, dass hier auch oben nichts versteckt ist. Aber das ist erst in der Dingo-Drive-Variante, dass hier oben auch Kisten sind. Auf jeden Fall hier ist dann hier, beziehungsweise hier, dann auch der versteckte Edelstein. Also, ja. Fies, aber okay. Kann ich hier noch irgendwas in der Küste? Ne. Jedenfalls nähern wir uns jetzt dem versteckten Edelstein. Was? Nein, was mache ich denn? Wie dumm bin ich denn? Warum tue ich denn so einen Quatsch? Naja. Jedenfalls dahinter müssen wir, dort ist der versteckte Edelstein. Das war so dumm von mir. Sowas von super doof. So, da sind beide weiteren Kisten für diese Runde. Beim Timeline, bei der Timeline-Geschichte sind da wieder mehr Kisten, jetzt auf die Plattform richtig springen. Über Kuchen essen, ich will ganz viel Kuchen essen heute, gar keinen Bock, aber wird schon. Ich werde es überleben, hoffe ich. Hopp und hopp. Da warten wir noch einmal auf den Rhythmus ab, damit wir mich nochmal so dumm stellen, wobei wir jetzt dann noch zwei zusätzliche Todes zur Verfügung haben. Tja, dann werden wir gleich nochmal dieses Level machen, aber dann hoffentlich in der normalen Variante einfach. Je nachdem, wenn ich jetzt nicht alle Kisten bekomme, dann muss es halt so nochmal rein. So. Oder war hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Nee. In der anderen Version, da sind dann hier noch Kisten. Richtige Tasten drücken. Hopp und hopp. Hier sind einige Kisten, die ich gleich noch zerstören muss. Das kriege ich hin, denke ich. Hopp. Okay, drei Kisten. Sehr gut, sehr gut. Das ist einfach so ärgerlich gerade, aber ja. Es gehört dazu. Ich muss halt auch damit lernen, damit klarzukommen. Auch einfach, ja. Nicht so schnell gereizt, wenn man einfach trotzdem die Freude dran zu behalten und einfach wissen, okay, ich kann es nochmal machen, weil es macht ja auch irgendwie ein bisschen Spaß. Auf so eine ganz perfide Art und Weise. Hopp. Okay, da links unten muss ich ja nicht mehr hin. So, ein bisschen drehen, ein bisschen Farbe nochmal hier in die Welt bringen. Die Welt braucht viel mehr Farbe, definitiv. Ich wollte eigentlich rutschen, aber ich hab's geschafft. Okay.
Okay, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe was übersehen. Oder habe ich das? Ich weiß es nicht. Ich weiß das gerade wirklich nicht. Ich muss nochmal kurz was nachgucken. Gott. Ich muss nochmal ein kleines Stückchen zurück und gucken, ob da jetzt noch Restkisten sind, aber ich glaube nicht. Ja, okay, von hier sind nicht gekommen. Ja, okay. Alles gut. Alles gut. Hopp und hopp und hopp. Mal ein paar Kisten mitnehmen und TNT zerstören. Zack, zack und zack. Hopp und hopp und Beule am Kopf. Sorry, ich muss diesen Spruch erst weglassen. Aber der ist so nervig, der kommt einen einfach immer wieder an den Kopf. Willst du mich picken? Willst du mich ficken? Wahrscheinlich will mich da jemand ficken. Ich weiß nur nicht wer, der Crashgott. Wahrscheinlich, ich habe eine Nachricht bekommen. Ich muss auf jeden Fall nochmal starten. Hm, gar keinen Bock. Hab ich denn jetzt schon eine Kiste übersehen? Wahrscheinlich bei der Rutschpassage, aber was anderes fällt mir nicht ein. Da klopft jemand an meiner Tür. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ich wurde ein bisschen aufgehalten. Welche Kiste habe ich übersehen, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Nein, ich werde sie jetzt finden. Wie jetzt nicht? Also wahrscheinlich bei der Rutschpassage würde ich einfach mal tippen, aber kann auch woanders gewesen sein. Also von daher muss ich einfach mal schauen. Ich muss den versteckten Edelstein nicht mehr mitnehmen. Macht der ein bisschen besser. Hopp und hopp und hopp. Weg damit und auch weg hier mit, da ist nichts. Ich würde gerne tatsächlich wirklich auf zwei Kills, auf zwei Tasten wirbeln, den ganzen Tag auf Viereck und auf L1. Das heißt einfach, also schon mich auf L1 konzentriere, aber im Zweifelsfall halt auch die andere Taste zur Verfügung habe. Aber ich verstehe, dass das nicht geht. Sagen wir es mal so. Okay. Man hört mich, okay, gut. Ach, Blackie. Mein Schläger hat kein Bild mehr. Blackie, sei artig, ja? Das muss ich wieder schimpfen. Und das willst du nicht. Okay. Jetzt aufpassen. Zack, zack, hoch, zack und rechts und wieder hoch, zack und runter und das machen und hier rüber und hier runter, meine Güte, dann hier rechts, dann wieder hoch, dann zack und dann wieder runter und dann wieder hoch, dann wieder runter und zur Seite, dann wieder hoch, ja, keine Ahnung, was ich übersehen haben könnte. Auf jeden Fall habe ich hoffentlich jetzt nichts mehr übersehen. Ah,
Seht ihr, ist hier vielleicht noch irgendwie eine Kiste versteckt? Ich kann uns gucken. Blackie, hör bitte auf! Dankeschön. Da. Und weiter geht es. Ist hier nichts, hier ist nichts. Okay, das ist ein versteckter Edelstein, den brauchen wir ja nicht mehr. Aber hier, diesen Sprung trotzdem richtig hinbekommen, vor allem nach meinem Zurückgehen, wo es dann richtig fies wird. Ab und nochmal hoch, damit ich nicht verbrannt werde, dankeschön. Okay, hier ist nichts weiter. Dann kann ich wieder zurück. Nicht sterben, dankeschön. Ein bisschen bunt machen. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich jetzt alle Kisten habe, weil ich jetzt wieder auf dem Weg zum perfekten Relikt bin. Und das würde ich ja dann auf jeden Fall direkt mitnehmen wollen. Ansonsten, ich werde es nicht nochmal probieren in dieser Folge. Aber ich muss es halt noch schaffen. Hopp und hopp. Hopp und hopp und hopp und hopp. Ich weiß, Blackie. Okay, ab in den Bonus-Level wieder. Das ist ja nicht schwierig. Ach, mein Kater hat Spaß in meinem Zimmer, glaube ich. Der Gute. Hopp und hopp und hopp und hopp. So. Sparen wir die Zeit und gehen schon direkt rüber. Hopp. Und hopp. Der Sprung ist noch nicht gut, aber der ist dann hoch. So, der ist irgendwie noch schwach beim ersten Mal, diesen Bauchklatscherlandung. Die beiden noch mitnehmen. Hopp und hopp. Und weg hier. Einfach raus mit dir. Haben wir auch den nächsten Edelstein für die Bumperfrüchte. Okay, weiter geht's. Hab ich die mitgenommen gerade? Wahrscheinlich nicht. Kann halt auch wirklich sein, dass einfach so eine Kiste auf dem Holz komplett übersehen habe, weil die halt, naja, nicht auffällt, logischerweise. Gott, ganz vorsichtig hier, ganz vorsichtig. Nicht zu viel riskieren, nur ein bisschen riskieren. Oder ist hier oben eine Kiste vielleicht, die ich nicht mitgenommen habe? Oder die Kiste vielleicht wieder, keine Ahnung. Vielleicht habe ich wirklich so eine Kiste hier auf so einem Holz einfach übersehen und hat Leon schon geschrieben, ach, was machst du denn, Templer? Bist du dumm? Also was Leon halt schreibt, man kennt das ja. Hehe. Habe ich schon erzählt, dass er aktuell Kingdom Hearts wieder streamt? Krass, ne? Diesmal ist Recorded an der Reihe. Ein weniger beliebter Teil der Reihe, aus Storygründen hauptsächlich, wie ich es mitbekommen habe. Zumindest gameplay-technisch wirkt es eigentlich ganz stabil. Sage ich das einfach mal. Bin gespannt. Ich hoffe, das reicht diesmal. Hopp, hopp und hopp und hopp und hopp. Ernsthaft? Wo? Welche Kiste? Ich muss gucken, die Levelstatistik. Ja, es ist halt alle Kisten drauf. Es ist nicht perfekt geregt, entsprechend natürlich auch. Hopp. Und.
Oh, ey. Ja, und welche Kiste fehlt mir? Blackie, hör bitte auf, da zu riechen. Ich find's einfach scheiße von dem Spiel. Also ist meine eigene Schuld, ich weiß. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge, dann gucke ich vorher nochmal nach, wo hier die fehlenden Kisten sind. Und dann starte ich an der entsprechenden Stelle des Levels. Da muss es also auch nicht das komplette Level nochmal zeigen. Aber ich habe jetzt auch schon das perfekte Relikt, das ist schön. Und dann hoffe ich, dass ich da dann auch in der nächsten Folge dann hier das perfekte Relikt bekomme. Einfach ärgerlich und dumm. Keine Ahnung. Wahrscheinlich bei der Rutschpassage, aber ich habe auch einfach nichts gesehen. Der Kater will schon wieder raus. Und ihr so wollt ihr auch raus? So, wie krieg ich das an? War L1, genau. So, die Explosion tötet mich nicht. Das ist sehr nett. Wo ist der versteckte Edelstein? Der ist am Anfang des Quellbereiches, habe ich euch ja schon gezeigt. Oder guck, ne, Quellschüsse diesmal. So, da ist nichts. Wird nicht verpasst irgendwas? Bestimmt verpasst jetzt irgendwas und dann bin ich ja sehr sauer und mache einen Rage Quit, wie ihr es kennt und liebt. Warum nehme ich das überhaupt schon wieder auf? Warum nehme ich das überhaupt auf? So, schon mal kaputt machen, hier ein bisschen Kanonen abfeuern, gibt eine Trophäe, wenn man die nicht schon hat. Da da da. Lieber den versteckten Edelstein schon. Sieht man den? Ne. Ah, dankeschön. Liebes Spiel. Aber sonst ist hier nichts oben. Das war nur diese eine Kiste, die weiter oben ist. Hopp und hopp. Nee. Sonst ist hier nichts, das ist nett. Hopp, hopp, hopp. Ah, ich kann auch sterben. Das ist nett. Ich hoffe, ich krieg wenigstens hier alle Kisten. Zack und zack. Aber ich glaube, ich hatte die wahrscheinlich auf der Rutschanlage vergessen. Oh nein, was mache ich denn? Warum ist kein Checkpoint da gewesen? Dann geht es nicht viel, aber trotzdem die ganzen Kisten zu zerstören, ist ja trotzdem nervig. Muss ich hier ernsthaft nicht mehr ran? Ernsthaft? Hä? Ich hätte nicht aufnehmen sollen, ganz ehrlich. Dankeschön. Tü-tü. Darf ich mal in der Strecke, dass man ein Stück zurückgehen muss für die zwei Kisten da? Ja, gleich kommt die Bahn zurück, dann direkt raufspringen, ohne zu sterben. Dankeschön. Kriegt mich hier dieser Typ. Weg mit dir. Ich muss auch auf. Oh Gott, ich muss an meine Mumperfrüchte denken.
Hopp, 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 hopp. Oh mein Gott, was machst du denn hier, Quash? Also, was mach ich, besser gesagt? Das ist ja die vernünftigere Frage, warum ich denn hier so Quatschigkeiten mache. Hopp und rein. Okay, da ist dann gleich. Ah, ja. So. Da ist wahrscheinlich noch ein Schalter am Ende, genau, den brauche ich. Oh, was mache ich denn? Aber ich hatte auch gerade nicht das komplette Bild. Tatsächlich da. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. So, jetzt habe ich das komplette Bild wieder. Und jetzt kriege ich das auch hin. Ich bin gerade irgendwie nicht gut drauf. Was sagt die Folgenlänge? Ja, ich höre gleich wieder auf. Tut mir leid, dass die Folge diesmal so kurz geworden ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Die Folgen sind viel zu lang, ich weiß. So. Aber ich fühle mich gerade nicht danach, jetzt gleich noch ein Spawner-Level zu machen, deshalb mache ich das nicht. Ich werde einfach nur, keine Ahnung, ärgerlich, dass einfach das Level gerade nicht gut gelaufen hat. Gut gelaufen ist. Die Taste natürlich drücken zum Bauchklatschen. Oh Gott, ist ja dieser ekelhafte Sprung. Was machst du denn? Ich hab eine Idee, oder? Hilft das? Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Das auf jeden Fall nicht. Genau. Aha. Wer hätte das auch gewollt von den Entwicklern, dass man das so macht? Ich weiß es nicht. Aber nee, jetzt komme ich nicht anders drum. Drumherum. Also muss ich da doch rumschieten, okay. Also so rumhüpfen, glitschen. Also ich bin gerade auch einfach nur komplett blind gesprungen, ich muss halt noch ein bisschen gucken. Genau so. So, sehr gut. So schwer ist das doch gar nicht, man muss es einfach nur abtimen. Und das Spiel möchte halt einfach, dass man das lernt. Okay, bringen wir das Level jetzt zu Ende und hoffentlich mit allen Kisten. Netter auf jeden Fall, dass jeder Spalte direkt ist und man kein Backtracking machen muss. Aua. Oh Gott, was machst du, Quash? Warum haben wir da keinen Checkpoint? Meine Güte, ich bin zu sehr gebrannt! Ich sollte keine Let's Plays aufnehmen, wenn ich Probleme habe. Meine Güte.
Was? Oh Gott, was mach ich? Ich darf nicht mehr sterben, meine Güte. Was machst du denn, du scheiß Beuteltier? Ich hab keinen Bock mehr, okay? Warum bin ich immer so schlecht drauf? Ich verstehe mich manchmal echt nicht. Und warum ist der jetzt nicht tot? Ach, warum? So, ganz entspannt, ganz entspannt. Einfach ganz entspannt. Dankeschön. So, wir sind... Darf halt nicht... Oh, ich darf ich ja so aufsterben, wie es will, dass wir trotzdem zum Checkpoint-Feuer noch kommen. Einfach nur, um mir das Leben leichter zu machen. Und dann nicht mehr so viel Quatsch nochmal neu spielen muss. Dankeschön, dass du gestorben bist und nicht ich. Meine Güte. Spiel ist ja schon wieder schlecht. Dankeschön. Ich wollte jetzt mal die Todesanimation zeigen. Sieht ganz schick aus, ne? Folge 33, ne, ja. Fick dich, du Kacker. Eins, zwei, drei, vier. Ich brauche mich aber einen Kommentar. Ich brauche mich aber einen Kommentar, auch wenn meine Leistung hier keinen Kommentar verdient hat. Aber gut, man kann ja nicht immer gut spielen. Deswegen habe ich hier alle Kisten bekommen. Perfekte Relikt braucht mir auch nicht mehr. Ich muss nur mit unter dreimal Toten reinkommen und durchschaffen. Das kriege ich hin. In der nächsten Folge. Müssen wir dann einiges nachspielen. Nächstes Mal spiele ich wieder besser. Tut mir leid. Bis zum nächsten Mal und ciao.